Hi ho, da bin ich wieder. Und für alle, die den ersten Teil nicht gesehen haben, folgt jetzt natürlich der zweite Teil. Nein, also wir sind vorhin hier gelandet unter komischen Voraussetzungen habe ich tatsächlich auch hierher gefunden. Auf Deutsch gesagt, ich habe mich verflogen und ich bin zwar hier gelandet, aber es war schon ja nicht meine sanfteste Landung. Und ich habe gesagt, naja, mal schauen, vielleicht mache ich heute noch einen zweiten Film. Und ja, ihr seht, die Kiste ist aufgetankt, Passagiere ohne Ende. Und ja, Motor läuft, alles vorbereitet. Ich habe auch schon Rollen angekündigt. Es muss nur noch losgehen. Also setzen wir uns rein in die gute Kiste. Und ich schaue mich mal kurz um hier, von wegen, wie das denn aussieht, ob alles frei ist und so weiter. Sieht soweit aber alles gut aus, also rollen wir jetzt erstmal zum Startpunkt. So, ich habe jetzt sozusagen das Triebwerk umgeschaltet auf Low Idle, also auf niedrige Leerlaufdrehzahl. Zum Warmlaufen habe ich es ein bisschen schneller laufen lassen. Und ja, jetzt bin ich sozusagen bereit. Nochmal bremsen. Victor November Lima Kilo Traffic Delta Mike Kilo 1302 taking off runway 24 departing straight out. Sieht natürlich nicht so schön aus, wenn man sich vorstellt. Genau, wäre schön, wenn das jetzt sich aufmachen würde. Habt ihr gesehen, es zieht ihn erst nach links. Das werden wir natürlich gleich beachten. Und schon. Ja, ich kann euch meine Pedale jetzt nicht zeigen. Ich finde es wichtiger, dass ich alles sehe und im Griff habe. So, dann Gas. Don't sink, don't sink, don't sink, don't sink, don't sink. Don't sink. Ich sinke doch Don't gar nicht. sink. Don't sink. Ich habe eine positive Steigrate. Aber vielleicht ist der Bordcomputer wegen der komischen Umgebung komplett überlastet. Alles stabil, also Landeklappe rein. Nicht wie beim Flug hin. Da habe ich ja sozusagen sogar noch die zweite Landeklappenstufe ausgefahren, damit wir auch ja richtig langsam sind. Und die Landebefeuerung am Flugzeug können wir auch ausschalten. Dann nehme ich jetzt mal die Propellerdrehzahl raus.
Ich habe was sehr Komisches festgestellt. Und zwar ist das ja hier unsere die Beleuchtung für die was die Schiffe auch haben. Backbord und Steuerbordbeleuchtung. Und die funktioniert nicht, wenn man die auf einen macht. Ich zeige euch mal den Spaß. Also hier kann man jetzt sehen, das Rot ist hell. Das Grün ist es auch. Und jetzt mache ich mir mal den Spaß und mache mal die Lampe auf. Positionslichter, jetzt habe ich es wieder. Ja, jetzt mache ich sie mal komplett auf an. Und Huss. Okay, aber eigentlich müsste jetzt das Licht ja auch noch blitzen. Und das tut es gerade aktuell nicht. Also es ändert sich eigentlich nichts, aber vorhin, keine Ahnung, ich habe wahrscheinlich geträumt oder irgendwas nicht gesehen, was nicht da ist, keine Ahnung. So, wir bleiben mal auf Kurs diesmal, nicht so wie beim letzten Mal, wo ich dann irgendwo hinfliege. So, ich teste heute mal das Steigvermögen einer Pilatus PC6. Und ich glaube, deshalb ist der Flieger auch bei Fallschirmspringern und bei den Piloten für die Fallschirmspringer sehr beliebt, weil sie steigt wirklich, das ist der blanke Wahnsinn. Und wenn man sich dagegen mal so eine Antonov vorstellt, die zwar deutlich mehr Passagiere trägt, aber auch deutlich länger braucht, bis sie da oben ist. Und ich meine so für, sag schon, für Leute, die abspringen wollen, sind ja, was weiß ich, 4000 Meter, glaube ich, das Minimum. Da wird es erst interessant oder schön, weil den meisten Teil, hat mir mein Kollege erzählt, verbringt man eh im freien Fall und der ist relativ schnell vorbei. Also ich hatte einen Kollegen, der war absolut wild. Der hat eine Weltreise, also er hat wirklich in der Firma gekündigt, hat gesagt, komm, gib mir eine Garantie, dass ich wieder eingestellt werde. Und ich glaube, ich weiß es nicht sicher, aber die hat er bekommen, dass er also wieder eingestellt werden wird. Und ja, dann ist ja ein Jahr lang, etwas mehr als ein Jahr lang auf Weltreise gewesen. Und fand ich schon cool. Und kommt nach Hause und hat sogar eine Frau auf dem Weg gefunden. Eine nette Brasilianerin und hat sie dann auch mitgebracht. Absolut überwältigend, wenn man so in die Berge reinguckt.
Eines der Vorteile ist, wenn man einen Turbopropf fliegt, man braucht sich um die Gemischregulierung überhaupt keinen Kopf machen. Das passiert alles komplett automatisch. Und ich glaube auch, dass Turbopropf-Flugzeuge deutlich höher fliegen als Standard-Kolbenmotoren, weil die einfach anders mit der Verbrennung und mit der ganzen Sache umgehen. Und im Prinzip wird ja Luft angesaugt, komprimiert. Und das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Natürlich, wir haben noch die Motoren, die aufgeladen werden. Die schaffen auch mehr Höhe durch diese Aufladung als, ich sag mal, Standardmotoren. Aber ich glaube, da Turbinenflieger kommen wegen ihrer anderen Bauart doch nochmal deutlich höher als Kolbenmotorflugzeuge. Und auch wenn ich kein so begeisterter Düsenflieger bin, ich habe ja schon zweimal eine Ausnahme gemacht für kleine private Düsenflugzeuge. Den ersten habe ich sogar vergessen, das war so ein kleiner Flitzer. Und das zweite weiß ich, weil ich auch jemanden kenne, der das mal als Modellbausatz für ferngesteuertes Fliegen vertrieben hat. Das ist die BD5. Die fliege ich gerne, die bin ich jetzt auch schon zwei, dreimal geflogen. Einmal, um sie euch vorzustellen, und so ein paar Mal einfach nur so aus Jux. So, ich nehme mit Absicht höhentechnisch ein bisschen Anlauf, damit wir sozusagen nicht die Gefahr laufen, wenn ich aufs Gebirge zufliege, dass wir in irgendeine brenzlige Situation kommen, die ich nicht managen kann. Deshalb Höhe und Höhe und nochmal Höhe. Ihr kennt ja die Geschichte mit dem Auto, ne? Was ist besser als Hubraum? Genau, noch mehr Hubraum. Und beim Fliegen im alpinen Bereich gilt halt, Höhe ist gut, noch mehr Höhe ist besser. Vorausgesetzt, das Flugzeug kann es. Aber wie gesagt, mit so einer Turboprop-Maschine hat man doch gewisse Vorteile. Und die nutze ich einfach mal für mich aus. Wir sind jetzt ungefähr auf 6000 Meter Höhe. Und das ist schon ganz üppig. Ich habe keine Ahnung, ich wollte es vorhin nachgucken, aber dann habe ich den ganzen Flugplan schon erstellt und dachte mir, nee, den mache ich jetzt nicht wieder futsch, weil ich habe ihn dreimal erstellt, weil mir immer irgendwas noch nicht so richtig gut gefallen hat. Er ist immer noch nicht perfekt, aber er ist deutlich besser als die ersten Versuche. Und damit es nicht ganz so langweilig wird, sorge ich jetzt mal für musikalische Untermalung und mal schauen, was da so kommt. Das sieht immer noch ganz schön hoch aus da drüben, oder?
Wir haben übrigens wieder ein paar Neuzugänge. Und ja, herzlich willkommen, wenn ihr dabei seid. Und immer wieder, wenn mir mal einfällt, dass es auch wieder neue Kandidaten gibt, dann kommt derselbe Spruch von mir. Ich freue mich über jeden Einzelnen und es wird auch jeder Einzelne, vielleicht nicht immer verbal, aber von Herzen bei mir auf jeden Fall begrüßt. Wie gesagt, jeder Einzelne ist wichtig und meine Freude ist für jeden Einzelnen auch riesig groß. Und ihr Neuen seid mir genauso wichtig wie die alten Hasen, die schon von Anfang an dabei waren. Es kann nicht immer jeder von Anfang an dabei sein, das ist unmöglich. Und ja, der Gestalt willkommen. Schön, dass ihr auf mein Video gekommen seid und dass ihr zuschaut. Es gibt immer irgendwie was Neues, was Aufregendes oder weniger Aufregendes. Heute finde ich das mal aufregend, weil das mache ich auch nicht alle Tage so hoch hinaus. Und ich mag die Pilatus. Schon alleine, die meisten von euch werden wissen, ich stehe eben auf extrem hässliche Flugzeuge. Und die Pilatus, ich mache mal eine schöne Außenansicht, ist ja nun wirklich alles andere als formschön. Also, keine Ahnung, das ist so wieder, ein kleiner Junge hat den Lego-Baukasten gegriffen und hat 15 Steine zusammengesetzt. Und der Designer von Pilatus hat gesagt, hey, ja klar, genau das Design möchte ich haben. Aber es ist halt komplett auf Praxis ausgelegt. Und das ist die Maschine, die ist absolut praktisch, die ist also eines der wirklich guten Flugzeuge, die es auf dieser Erde gibt. Und ja, dann schaut man einfach nicht hin, wie es aussieht, sondern man setzt sich rein und fliegt sie. Und technisch betrachtet ist es ein richtig, richtig gutes Flugzeug. Und Pilatus arbeitet ja sehr, sehr viel mit, ich glaube ausschließlich mit Turboprop-Maschinen oder mit ja, Motoren, mit Turboprop-Motoren oder Antrieben, genau, das wäre genau das Wort, was ich brauche. Und ja, wir sitzen ja in einer Turboprop-Maschine und wie gesagt, es gibt ja sehr viele Vorteile. Es gibt keine sich auf- und abwärts bewegende Teile, sondern alles rotiert sozusagen auf einer Achse. Und damit sind Vibrationen so gut wie komplett ausgeschlossen. Die enorme Kraft, die so ein Turboprop-Triebwerk hat, ist auch ein Vorteil. Und ja, sie sind auch insgesamt nicht besonders laut, aber auch wieder durch die Bauart bedingt. Also jetzt müssten wir schon anfangen, in Atemnot zu kommen, weil jetzt sind wir da, wo die Luft leer ging. Man sieht, naja, ich steige aber immer noch. Und für alle, die vorhin geguckt haben, den ersten Teil schon gesehen haben, ja, mein Mittagessen war fantastisch. Ich bin immer noch glücklich und satt, satt und glücklich. Und es gibt immer
einen Spruch, wenn ich essen gehe, und meistens bin ich nicht glücklich mit der Lokalität oder mit dem Essen. Und das ist immer einer meiner Sprüche. Ich gehe nur deshalb gerne ins Restaurant essen, damit ich hinterher weiß, zu Hause schmeckt es am besten. Und das kann ich wirklich von mir behaupten. Ich habe das Glück, dass meine Mutter mir in jungen Jahren erlaubt hat, zu ihr in die Küche zu gehen und mitzumachen. Und das führte dazu, dass ich, gegeben durch meine Neugier, dann ja relativ früh schon anfing zu kochen. Jetzt möchte ich natürlich nicht behaupten, dass ich gut kochen kann, weil ich früh angefangen habe, und alle, die deutlich später angefangen haben, können schlechter kochen. Nein, das will ich damit auf keinen Fall sagen. Aber wie gesagt, wenn man so ein Gefühl dafür entwickelt hat, wie man ein Schnitzel paniert und würzt und so, ja, dann ist man einfach viel zufriedener mit dem, was man hat. Und ich glaube, die meisten ahnen schon, wo es hingeht. Schon alleine durch die Höhe. Bin natürlich jetzt mal ein bisschen vom Essen abgewichen. Da werde ich auch jetzt nicht mehr drauf zurückkommen, auf das Essen. Mein Essen war gut, ich bin satt, und das ist die Hauptsache. So, was haben wir denn hier? Wir sind im höchsten Gebirge der Welt. Und ich weiß gar nicht, da hinten müsste dann auch der höchste Berg der Welt sein mit 8800 Metern. Und von der Höhe, die wir gerade haben, wir sind deutlich über 8000 Meter. Ich habe mit Absicht gesagt, okay, ich fliege mit einer gewissen Höhe an. Ich gehe nicht das Risiko ein, auf den Weg dahin hochzusteigen, weil nach Adam Riese, und wenn man ein bisschen Verstand im Kopf hat, dann müsste man schon wissen, dass das eher nicht möglich ist, auf dem kurzen Weg den steilen Anstieg zu machen mit dem Flugzeug, also Aufstieg. Und jetzt können wir schon ganz entspannt hinfliegen. Wir sind über den meisten Bergen hinweg. Und 8800 Meter, das, sagen wir mal knapp 9000, müssten wir auf 27, ja, wir müssten jetzt eigentlich schon rüberkommen. Und das war das heutige Abenteuer, das ich gesagt habe, komm, wir fliegen mal gemeinsam zum Mount Everest. Wir überfliegen die Camps, ob man da noch was sieht, weil wir sind ja deutlich höher als die meisten Camps. Weiß ich nicht. Die sind markiert, und ich habe auch sozusagen mindestens einen Wegpunkt auf das Base Camp gelegt. Das Einzige, was ich nicht sagen kann, dass ich eine Druckkabine habe, weil bei dem Loch, das wir da hinten drin haben, würde natürlich der Druck hier oben überhaupt nicht drin bleiben in der Kabine. Ja, unser deutscher Reinhold Messner war ja hier ein paar Mal auf dem Berg oben drauf. Ich weiß gar nicht, war er nicht der Erste, der sogar komplett ohne Sauerstoff hier hochgeklettert ist?
So, das ist natürlich nicht ganz real, natürlich, aber es sieht, obwohl es nur ein Bild ist, computergeneriert auch noch, trotzdem fantastisch aus, oder? Und das war halt so mein Gedanke, dachte mal gucken, die Pilatus ist bestimmt so ein verrückter Flieger, die schafft die Höhe und das schafft sie, ja, super. Und fliegen wir doch mal gemeinsam, wir haben jetzt alle gedanklich eine Sauerstoffflasche auf dem Rücken, die uns eine Weile mit guter Sauerstoff gefüllter Luft beatmet. Ich glaube, letztes Jahr war das, letztes Jahr, wo ein kleiner Business Jet anscheinend irgendwie ein Problem mit der Sauerstoffversorgung gewesen ist und der dann irgendwie durch Treibstoffmangel abstürzte, weil scheinbar die Insassen bewusstlos waren, verstorben sind. Ich weiß es nicht, aber bewusstlos auf jeden Fall, weil das Flugzeug ist ganz lange den Weg abgeflogen und als es dann sozusagen der Autopilot nicht mehr wusste, was er machen sollte, ist das Ding halt im Kreis geflogen und irgendwann ins Meer gestürzt. Sehr unschöne Geschichte nebenbei erwähnt. Ja, wenn ich das sehe, habe ich das so eingestellt, dass wir jetzt sozusagen rund um den dicken Berg rumfliegen. Und die Höhe passt dazu. Jetzt sollte eigentlich unter uns das erste Basecamp sein. Und natürlich sieht man von hier oben sozusagen, wenn man direkt darüber ist, ja, vielleicht hat ja jemand eine Stichsäge dabei und sägt mir mal schnell ein Loch darunter. Und wir haben natürlich eine Möglichkeit, die man in der Realität nicht hat. Wir können jetzt einfach mal steil nach unten schauen. Also von den Internetbildern stimmt es, das muss irgendwie hier bei diesem komischen Weg sein. Also das sah im Internet ziemlich genauso aus wie die Gegend hier. Und das ist schon wieder cool. Oder toll oder beeindruckend. Sucht euch irgendein gewaltiges Wort aus. Kiste gehört gar nicht aufzusteigen. Ich nehme mal ein ganz bisschen den Schubhebel zurück. Jo, Wahnsinn, der Mount Everest. Zum Anfassen nahe. Und ich sag mal, wie es mir gerade durch den Kopf geht, so nah werde ich den Berg niemals in der Realität sein. Das nicht auf der die Spitze, wo die dann immer oben langlaufen, auf dem Kamm da? Weil zum Schluss gehen ja die Bergsteiger irgendwie so einen Entenmarsch auf so einer, nennt man das Kamm, wo man links und rechts runter gucken kann, steigen die dann irgendwie hoch, alle aneinander geseilt. Ich mache nochmal eine Außenansicht. So, ich meine, den Weg hier, den gehen die doch da immer irgendwie hoch, oder bin ich da jetzt
der falschen Spitze, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich da schon einige Filmchen gesehen und irgendwie gibt es da auch einen relativ modernen Film, wo ein junger Franzose als Mutprobe fast untrainiert auf irgendeinem so ganz, ganz hohen Berg steigt. Ich meine, es wäre der Mount Everest. Und das sozusagen, um einer Frau zu imponieren. Ich glaube echt, da ging so ein Kamm da lang. Wenn das Kamm heißt, ich habe so viel Ahnung vom Bergsteigen wie vom Fische füttern. Wobei, in der Fische füttern könnte ich eher, ich sag mal, Fische züchten. Also ich finde das wieder absolut fantastisch. Ich bin sehr angetan von dem Abenteuer, das wir hier gerade zusammen begehen. Hier oben könnte man, glaube ich, sogar landen, wenn ich das so sehe. Also hier gibt es ein paar Flächen, wo ich denken würde, mit Schneekufen. Ja, wir sind auf dem Dach der Welt, oder wie sagt man dazu? Ich weiß jetzt auch nicht, ob das da die Kuppel wäre oder das hier auf der Seite. Dazu habe ich zu wenig Ahnung davon. Ich kenne das nur aus Film und Fernsehen alles. Oder ich habe da mal was gesehen. Kennen klingt auch irgendwie schon wieder zu professionell für mich Bergumrufen. Antiprofi oder was ich sagen. Wolken ziehen auf, aber morgen soll das noch mal mächtig warm werden. Und Sonntag kriegen wir wieder Sahara-Stau. Also wenn es so weitergeht, dann können wir hier in Deutschland unsere eigene Wüste aufmachen, ne? Jemand müsste den Staub mal sammeln und dann macht man das zentral auf einen Punkt und dann haben wir unsere deutsche Sahara. Und es ist unvorstellbar, da oben war man ein paar zigtausende von Tonnen Staub. Das ist nicht nur mal, da sind so ein paar Kilo unterwegs. Da hat man mal mit Zahlen um sich geschmissen, wo ich gedacht habe, unvorstellbar, dass so eine Menge Gewicht in der Luft schwebt, einfach so daher fliegt. Und wir haben in den letzten Wochen ein paar Mal Sahara-Staub gehabt, aber nicht runtergefallen, weil es glücklicherweise aus der Höhe nicht geregnet hat. Ich weiß, wie ich vor 2 Jahren oder so auf Reha war und komme zu meinem Auto runter und denke, welches Schwein hat mein Auto eingesaut? Bis mir dann irgendwann, ich bin ja nur kurz dumm und dann kommt ja wieder ein bisschen Grips in meinen Kopf. Bis dann irgendwann mein Grips mir gesagt hat, ja Alter, es soll ja Sahara-Staub geregnet haben. Vielleicht ist das die Pampe und natürlich, ihr werdet uns das erraten, es war die Pampe. So, das Interessante ist ja, dass es jetzt eigentlich sogar langsamer runtergeht als hoch. Das heißt, ich schaue mal kurz auf die Uhr. Ja, wir sind locker mal schon über eine Stunde miteinander unterwegs. 35 Minuten sind wir jetzt unterwegs und wir müssen ja wieder runter. Auf ein Zehntel von dem, was wir jetzt sind. Nee, das stimmt so nicht. Auf 10.000 Fuß, also ein Drittel roundabout, müssen wir wieder runter.
dann leite ich jetzt mal den Sturzflug ein. Es sieht aber jetzt nicht so steil aus, oder? Also dafür, dass wir jetzt gerade mit 1000 Fuß gerade fallend nach unten fliegen. Kommt natürlich das, was mir am liebsten gefällt, so zwischen den Bergen in den Tälern runterfliegen, immer so ein bisschen mehr Höhe links und rechts von sich, aber auf dem Weg nach oben war mir das zu risikobehaftet. Und ich will ja nicht, dass euch was passiert, wenn wir unterwegs sind, ne? Ja, ich warte jetzt mal ein bisschen, weil die PC6 hätte ich ganz gerne auch in der besseren Version. Gestern habe ich mir die etwas bessere PC21 geleistet. Habe ich vorhin auch schon erzählt. Aber ich muss noch ein bisschen üben mit dem Flieger. Der hat so viele Knöpfe und Schalter und Hebelchen und Dinge. Ich möchte wenigstens ansatzweise verstehen, was ich damit mache. Und nicht so stehen wie eine Kuh vom neuen Scheunentor nach dem Motto, ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich habe den Flieger schon erfolgreich eingeschaltet bekommen. Ich bin auch mit ihr geflogen und sie fliegt deutlich, deutlich besser als die andere PC21, die ich vor ein paar Wochen oder Monaten gekauft habe und euch auch schon vorgestellt habe. Ich habe noch keine Idee, wie ich das mit dem Vergleich machen soll, weil das wäre ja interessant. Mal zwei Hersteller und zwei verschiedene Flugzeuge, also zwei gleiche Flugzeuge von zwei verschiedenen Herstellern miteinander zu vergleichen.
Ich fühle mich wie so ein richtiger Pilot, wenn ich mich hier so umgucke. Das sieht so cool aus. Ich habe übrigens tatsächlich ziemlich vollgeladen, kilomäßig. Also ich habe einfach mal so getan, als wenn hier lauter Leute sitzen. Jedenfalls habe ich das eingetragen. Und das ist das, was ich so schade finde. Wenn es wirklich so schwierig hier, so schwierig, ressourcenschonend noch ein paar Leute hinzusetzen. So, unser Landepunkt ist links von uns, unter uns, ungefähr 10.000, also 3.000 Meter tiefer. Ich schau mal, ob man es von oben sehen kann. Also es müsste jetzt sozusagen da müsste es sein. Ja, hier ist das Tal, wo man reinfliegen könnte. Man kommt hier lang und landet da, aber sehen tue ich aus der Höhe gar nicht. So, ich will jetzt eigentlich, was ich nicht so vorbereitet habe, da um das Ganze rumfliegen. Dann hier so und hier wieder rein. Mit der Hoffnung, dass ich dann die Höhe weiter abgebaut habe. Eigentlich war mein Kurs anders programmiert. Ich wollte eigentlich von hier hinten fliegen. Also seht ihr, das ist so hinter mir. Und normalerweise nicht. So rum wollte ich fliegen, so rum. Aber ich bin halt in das falsche Tal wieder mal rein. Und bin sozusagen hier runter und jetzt fliege ich hier außen rum, wie ihr das seht, hier so. Hier so rum. Da vorne seht ihr, ich wäre eigentlich von der Richtung gekommen. Und jetzt möchte ich das halt so rumprobieren. Und natürlich, wenn man dann die andere Pilatus hat, die andere PC6, die mir aber mit deutlich über 30 Euro zu teuer ist, im Originalpreis, dann kann man auch die Türen öffnen. Man kann hinten, statt der Sitze kann man auch so einen Frachtraum draus machen. Ich glaube, sie sieht auch innen deutlich besser aus. Und es gibt noch ein Flugzeug, das mir unter den Nägeln brennt, kostet aber deutlich über 30, also fast 40 Euro, irgendwie 37 Euro. Und das ist mir deutlich zu teuer. Da muss man immer so ein bisschen abwägen. Vielleicht würde ich da anders denken, wenn ich ein deutlich größeres Budget im Monat zur Verfügung stehen hätte. Das steht mir aber zurzeit nicht zur Verfügung und dergestalt muss man halt manchmal Prioritäten setzen. Und ihr merkt, so ein gutes Schnitzel lehne ich nicht ab.
Und dann kommt ja noch ein bisschen Ei und ein bisschen Panade dazu, wenn man das selber macht. Ja, aber zum Schluss lehnst du dich zurück, streichelst über deinen Wams und sagst, das war wieder gut. Ist erstaunlich, wie lange das braucht, bis man sozusagen mit dem Flugzeug den Abstieg geschafft hat. Aber ich bin ja als Jugendlicher selber nicht, ich war nie Bergsteiger. Ich nenne es immer spazieren gehen mit Kraxeln. Also was weiß ich, mal in Waldhügel hinaufgegangen und so. Fand ich schon immer ganz toll, aber ich bin kein Klettermaxe, der jetzt hier steile Berge hoch muss oder so. Und ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Da fange ich eine Geschichte an und vergesse die Pointe. Das ist mal wieder typisch. Jedenfalls habe ich das als Jugendlicher auch oder als Kind ab und zu ganz gerne mal gemacht. War interessanter als geradeaus irgendwo langlaufen. Wenn du mal irgendwie, ich sag mal so, auf den Berg gehst, ich habe ja hier zum Beispiel die Kirche in Teck, da ist ja die Burg Teck, da kann man hochlaufen. Und ich sag mal, für einen Standardläufer ist es gut, wenn man herzkrank ist und dick wie ich, ist es nicht so toll. Aber ich war schon mal oben. Und wenn ihr euch dann, keine Ahnung, 2-3 Stunden da hochgequält habt mit dem ganzen Gewicht, und das ist was ich diesen Sommer wieder machen möchte, mit dem Fahrrad hinradeln, und das ist schon von mir aus eine ganz ordentliche Strecke, aber dann will ich auch hochlaufen, und im Sommer wirst du da oben mit einem Wienerle oder so und einem Brötchen wirst du dann belohnt, wenn du das Geld nicht vergessen hast zu Hause, und dann wirst du aber auch mit einer fantastischen Aussicht belohnt, und wahrscheinlich steigen deshalb Leute gerne auf solche Berge. Ansonsten kann ich das Bergsteigen selbst nicht so, ja, wie soll ich das sagen? Also ich würde da nie ein Freund von werden. Und einer meiner Freunde, die dieses Jahr jetzt schon in Italien waren, übrigens hat er sich beschwert, es war immer ein bisschen zu kalt, der ist selber Bergsteiger. Also der wandert gerne, der ist absoluter Bergsteiger, der ist glaube auch in einem Verein. Nee, ich glaube, der ist in dem Verein und macht da viel Jugendarbeit.
Ich dachte, da fliegt was, aber es ist wieder mal Schmutz auf die Scheibe. Das sieht man von hier aus gar nicht so sehr, wie hoch das da eigentlich ist, wo wir gerade waren. Ne? Sehr, sehr interessant, finde ich. Also ihr dürft mir ruhig in die Kommentare mal reinschreiben, wie ihr das jetzt selbst so empfunden habt bei dem Mitfliegen. Oder ob das eher so, Michel, sei mir nicht böse, aber uns sind die Füße eingeschlafen. Also ihr dürft da ruhig mit der brutalen Härte und mit der ganzen Ehrlichkeit an mich rangehen und alles schreiben, was ihr denkt. Nur schlecht darf es nicht sein, ne? Merkt euch das. So, nicht wie vorhin, wo ich mich verflogen habe. Diesmal fliege ich hoffentlich in das richtige Tal hinein. Ihr könnt sehen, eigentlich wäre ich jetzt von hier oben gekommen und hätte dann hier den Schwenk gemacht und jetzt sind wir hier rumgeflogen und jetzt geht's aber ins richtige Tal. So, zweimal verfliegen an einem Tag.
Na, hier waren wir vorhin schon mal. Da sind wir hier so runtergeflogen und dann hier, wupp, links abgebogen. Nee, rechts abgebogen. Aber da waren wir da oben. Also in dem Flugzeug ist auch so viel Ruhe, finde ich. Das ist, also ich finde, es macht Freude zu fliegen, auch wenn es jetzt nicht unbedingt ein Highlight an Schönheit ist. Victor November Lima Kilo traffic Delta Mike Kilo 13028 miles south 9900 feet inbound to land runway 06. So, die erste Klappe raus. Landescheinwerfer eingeschaltet. Und es rauscht. Es ist fantastisch da draußen. So ganz langsam kann man erkennen, wo die Landebahn ist. Da hinten der graue Strich, das ist die Landebahn. Darauf konzentriere ich mich jetzt. Ups, ich steige ja.
Sector November Lima Kilo Traffic Delta Mike Kilo 1302 is on final runway 06 to land. Ja, daran muss man sich gewöhnen. Wenn man das nicht möchte, muss man hier nachts fliegen, weil natürlich sind andere auch begeistert von dem Flugplatz und möchten sich sehen, aus der Nähe anschauen. Und da wir hier keinen echten Fluglotsen haben, der das jetzt hier managt für uns, so unbedingt bremsen schon, damit wir hier nicht wie wild reinrollen. Sehr komisch. Vorhin hat es mal funktioniert. Ihr habt gesehen, man muss erst so einen kleinen Hebel dort unten wegmachen. Und dann geht auch der Motor aus. So, jetzt kriegen wir wieder Strom von außen. So, den Strom von außen brauchen wir auch nicht mehr. Machen wir alles dicht. Okay. Dann brauchen Sie es auch nicht einbauen, wenn es nicht funktioniert, oder? Was denkt ihr? Keine Ahnung. Jo! Da sind wir wieder. Wir waren am Mount Everest. Und haben uns aus der Luft angeschaut. Vielleicht wandert ja der eine oder andere von euch da mal hin. Wenn ihr diesen Sommer nichts vorhabt, habe ich eine kleine Empfehlung. Und schickt mir ein paar Bilder von da, gell? In dem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr hattet eure Freude und es war auch für euch ein spannendes Abenteuer. Ich freue mich aufs nächste Mal und bis dahin, ade, euer Flieger Michel.